Ja, hallihallo Freunde, da sind wir wieder bei Baphomets Fluch 4. Ja, ich mache jetzt hier ein bisschen weiter. Ich habe mir das vorhin schon hier ein bisschen angeguckt. Ich habe auch vorhin Baphomets Fluch, Ankh 3 zu Ende machen können. Und ja, bin gespannt, wie weit ich jetzt hier komme. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch, denn ich habe mir das ein wenig hier angeguckt. Ja, haben hier die Möglichkeit, uns was anzugucken. Das Kontrollpult funktioniert, aber die Kette scheint festgerostet. Ja. Das wird nicht klappen. Jetzt weiß ich, wofür wir eben das Öl uns Eine geholt Dose haben. Motoröl aus dem Spind. Genau. Hallo? Nico. Oh. Ein bisschen Öl über die Kette. Genau, das Ganze macht es wieder beweglich. So, und jetzt brauchen wir im Prinzip nur. Ach, ne, Moment mal, ein Kontrollfeld. Nur die Kette hier rüber, dann nach unten und dann können wir den ganzen Tresor nämlich hochholen. Ja, das war's auch schon. Dann gehen wir erstmal wieder hier runter. Ich kenne die Kombination nicht und ich Ach. werde nicht anfangen, rumzuraten. Ja. Dam, da, dam, dam, dam. Das war der Schaltkasten. Ach Quatsch. Es war einfach. Hallo? Nico? Oder musste ich die noch weiter runterlassen? Ach verdammt, wie war das nochmal? Nee, wir konnten doch hier nur wieder hochziehen, genau. Das wird nicht klappen. Nein. Das war das, genau. Hoffentlich hält der Haken. Ein kleiner Winzhaken für einen tonnenschweren Tresor. Nico, Ich da. kenne die Ah, Kombination nicht und ich werde nein. nicht anfangen, rumzuraten. Da hoch sollst du. So, nach oben. Der Safe steht auf den Rollen. Genau. Eine Art Rollband, wahrscheinlich um die großen Trichter zu bewegen. Genau, jetzt haben wir aber hier auch den Meinert, der mit hochgekommen ist. Mit dem reden wir jetzt mal gerade eben. Sind Sie sicher, dass das Ding sicher ist? Keine Sorge, Lady. Dieses Baby kann in den richtigen Händen den Kopf einer Klapperschlange auf eine halbe Meile wegpusten. Und das hier sind die richtigen Hände. Ich fühle mich schon viel sicherer. Sie haben also schon versucht, den Safe zu öffnen. Ich habe ein paar Salven auf ihn abgefeuert, aber er öffnete sich nicht. Und was soll da nochmal drin sein? Der Beweis, dass sie mich betrogen hat. Sie hat mit meinem Gold ein Vermögen gemacht. Ich weiß das. Haben Sie den Prozess selbst erfunden? Ja, komplett. Naja, fast. Anna Maria hatte dieses alte Manuskript. Es war uralt, ägyptisch. Waren ein paar Abkürzungen drin, aber die brauchte ich nicht. Naja, ein paar. Wo hatte sie es her? Wer weiß? Das hat sie nie gesagt. Vielleicht gestohlen. Ja. Erzählen Sie mir mehr über die Zentrifuge. Ich werde ein Gott unter den Menschen sein. Niemand sonst kann einatomiges Gold herstellen. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich mache Gold, aber kein gewöhnliches Gold. Oh nein, einatomiges Gold. Sie sagten, das wäre unmöglich. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich hab's gegessen, wissen Sie? Macht einen unbezwingbar. Das ewige Leben. Ja, nicht ganz. Das hier zu bauen muss ein Vermögen gekostet haben. Oh ja, hat es auch. Millionen. Und wer hat die ausgespuckt? Die geheimen Leute. Psst. Nicht den Namen erwähnen.
Werde ich nicht. Aber mir können Sie es ja sagen. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis. Na toll. Sie sahen meine Forschung, gaben mir Geld, damit ich das hier bauen konnte. Sehr verschwiegen. War Anna-Maria bei Ihnen? Sie war der Strohmann. Wohl eher ein Strohweib. Eine Strohfrau. Andere haben Sie nicht kennengelernt. Einmal. Einen Typen am Telefon. Hab den Namen vergessen. Wen interessiert's, ist Geschichte. Tja, wer das bloß war. Erzählen Sie mir von der Explosion. Ich war für kleine Jungs. Wollen Sie wirklich wissen, was ich da gemacht habe? Nein, danke. Keine Details nötig. Ich sag's Ihnen trotzdem. Ich habe mir die Hände gewaschen. Also war es ein Unfall. So ein Blödsinn. Es war Sabotage. Diese Hure Anna-Maria. Sie schuldet mir Geld. Warum sollte sie die Fabrik in die Luft jagen? Die Versicherung. Was dachten Sie denn? Sind Sie versichert? Wenn ich darüber nachdenke, nein. Was war dann mit Anna-Maria? Sie betrog mich. Ich machte all das Gold. Sie nahm es. Hat sie sie nicht bezahlt? Und? Und wenn schon? Es gehörte mir. Haben Sie wirklich keine Idee, für wen sie gearbeitet haben könnte? Wenn ich sie sehe, wird sie bezahlen. Deswegen habe ich ja mein Baby hier dabei. Ja, nettes Teil. Das ist meins. Vergessen Sie das nicht, Lady. Ja, ja, wie könnten wir? So, wollen wir uns hier mal weiter umschauen? Ja, also wie gesagt, viel hatte ich jetzt hier nicht vorgespielt. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's? Oh, Nico! Ja, wir können ja jetzt hier wieder mit der Tastatur spielen. Das ist gut. Das Kontrollpult ist außer Betrieb. Nicht angeschlossen. Ah. Ich könnte zwei Kabelenden zusammenhalten. Aber die lösen sich wieder, sobald ich loslasse. Okay, was haben wir dafür? Den Kaugummi, natürlich! Bah, ich hasse Kaugummi. Das Stück Kaugummi wird die Kabel zusammenhalten. Gerade noch. Und nü? Strom ist wohl da. Aber das Kontrollpult funktioniert immer noch nicht. Ah, okay, Meinert. Was macht der damit? Ich habe die Kabel verbunden, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich reparier's. Jetzt bin ich gespannt. Komm, da wo es nicht glatt ist, kann noch gelaufen werden. Bitteschön, so gut wie neu. Nee, ne? Das Kontrollpult funktionierte, aber nur teilweise. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann alle Rollen gleichzeitig bewegen, aber nicht einzeln. Okay. Wie funktioniert das denn jetzt hier? Ah, okay. Alle nach oben, alle nach... Okay. Jetzt müssten wir den theoretischerweise nach links. Wenn wir den nochmal nach links... Dann hätte ich den da drunter. Also müssten wir den zuerst wegkriegen. Also holen wir uns den runter. Dann nach links. Und dann nach oben. Hallo. Ich hoffe, dass da oben ist auch der Eingang. Oder auch nicht? Allein schaffe ich das nicht.
Ja, genau wie ganz am Anfang, wo wir den George hatten. Der hat genau so denselben Theater gemacht. Das sieht furchtbar aus. Könnten Sie mir helfen? Sie brauchen einen starken Mann, was? Ach. Ja, aber Sie reichen auch. Nur nicht vorlaut werden, junge Frau. Hier ist nur eine Person mit einer AK-47 im Raum und Sie sind es nicht. Der war gut von Nico. Und ich bezweifle allen Ernstes, dass zwei Leute so einen schweren Tresor überhaupt bewegen konnten. Und das Ganze ohne Geräusche. Natürlich. Das hat keinen Zweck. Es gibt da einen Sicherheitsmechanismus. So große Objekte gehören da nicht rein. Können Sie ihn nicht außer Kraft setzen? Der Abschaltknopf dafür ist im Inneren der Zentrifuge. Ah. Aber hey, wenn Sie hier draußen steuern, kann ich den Knopf gedrückt halten und in letzter Minute rauskommen. Das hört sich gefährlich an. Das hört sich nach Spaß an. Sind Sie sicher, dass das sicher ist? Sicher? Was ist schon sicher? Okay. Okay, drücken Sie den Knopf. Okay. Okay. Ja, Freunde, das machen wir aber erst im nächsten Teil. Die Zeit ist erreicht. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen zappeln lassen. Also bis dann. NRW über 18, adieu.